So, moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Planet Zoo. Ja, wir haben ja in der letzten Folge schon angefangen, hier unser Schlangenhaus zu bauen. Und jetzt wollen wir erstmal, also zum einen muss das Haus ja erst nochmal schön Stromversorgung kriegen. Dementsprechend würde ich. Ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich das wirklich in Front mache und dann quasi so ein kleines, Anführungsstrichen, Häuschen drumrum. Oder ob ich das tatsächlich hier hinten dran setze. Also in beiden Fällen würde ich es halt verkleiden. Glaube, ich setze es hier hinten dran. So. Ich glaube, das würde man in der Realität genauso machen. Aber wo setze ich dann den Weg an? Setze ich den einfach hier? So, zack. Oder setze ich. Ich glaube, ich setze den Generator hier irgendwo hin. Ich glaube, hier. Und basteln hier ein kleines Haus rum mit Tür etc. Dass es halt auch nicht so auffällt. So. Machen wir jetzt erstmal hier. Einrichtung, Strom, Transformator. Na? Den konnte ich doch gerade der Gruppe hinzufügen. So, genau so wollte ich das. Genau so. Schick. So, und Bau. Okay, so rum wollen wir ihn haben. Weil hier ist die Dings. Dann wollen wir hier Wände. Das machen wir halt einfach ganz normal. So. Ah, das wollte ich das so jetzt gar nicht. Ich wollte es jetzt auch nicht. Ich wollte es nur auswählen. So, zack. So.
Und so. Dann werden wir hier halt auch Milchglasfenster einsetzen. So, obwohl die theoretisch ja eigentlich jetzt in die andere Richtung neigen müssten. Oder? Machen wir auch in die andere Richtung. So. Ah, das sieht auch irgendwie doof aus. Wir machen tatsächlich einfach nur Holzplanken. Ich glaube, das wirkt besser insgesamt. Jo. Gefällt mir gut. So. Dann Türen. Ich glaube, die sind eher Deko, oder? Oder sind die funktional? Ich glaube, die sind nicht funktional. Wir werden es gleich ausprobieren. Und ich glaube, ich habe jetzt gerade auch schon einen zweiten, genau das. Oh, es geht doch. Nein, du sollst da nicht anschließen. Nein, nein. Sei brav. Nein, du sollst da nicht anschließen. So. Nicht schön, aber selten. Das war so nicht geplant. So, zack, zack, zack. So. So.
Schon besser. So, das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Und zwar schicken wir doch jetzt mal hier einen Techniker hin. Okay, sie ist nicht funktional, aber er benutzt sie trotzdem. Also das ist jetzt keine Wegsperre in dem Sinne. Das ist jetzt einfach nur Deko. Die ist halt nicht animiert. Das war jetzt meine größte Sorge, dass ich dadurch jetzt quasi den Weg versperre, dass ich da in Anführungsstrichen eine Tür einbaue. Sie ist halt nur Deko, aber sie versperrt nicht den Weg. Das ist gut. So. Dann wollen wir mal weiterbauen. Und zwar, ich will ein. Habe da gerade eine kleine Idee. Habe ich das? Obwohl, da würde ich dann, glaube ich, wenn, selbst wenn ich es habe, würde ich da lieber erst mit warten. Ja, damit warte ich. So. So, setze ich das Flachdach drauf. Bei den Wänden, da habe ich nicht gerade noch mal so eine Idee gehabt. Okay. Funktioniert gerade nicht so, wie ich mir das vorstelle. Egal. Egal. Alles gut. Schutzzubehörbögen. So, aber nee, das sieht nicht gut aus. Nee, lassen wir mal. Nicht so, wie ich mir das gerade vorgestellt habe. So. Dementsprechend hat das ganze Gebremse hier jetzt Strom. Das ist schon mal sehr gut. Und dann wollen wir mal in den Tierhandel und uns mal schon die ganzen Tiere besorgen. Bevor wir halt gleich keine Kohle mehr haben, um das hier weiter zu bearbeiten. Ist mir dann jetzt wichtiger, die Tiere zu haben. So, und wir wollen in den Vivarienhandel. Wir wollen zum Beispiel die Abgottschlange. Zwei Tiere, einfache Entscheidung.
Aber ich habe jetzt gerade gar nicht in den Dings geguckt. Wird schon hinhauen. So. Wir wollen die Todesotter. Da ist schon. Ach, die Abgottschlange können wir rausnehmen. Sonst wird es gleich unübersichtlich. Hier haben wir. Läuft. So. Schlechte Fruchtbarkeit. Ja, wir konzentrieren uns erstmal darauf. So. Dass wir halt auch ein bisschen züchten können. Soll halt. Wir wollen halt auch ein bisschen auf die Züchtung, auf die Arterhaltung gehen. So. Und dann. Die Todesotter hatten wir. Ist mir die östliche Braunschlange da durchgegangen? Wäre natürlich jetzt echt mies jetzt. Ist mir die wirklich durchgegangen? Ich weiß so noch, dass wir die texanische Klapperschlange uns noch fehlt. Die grüne Anaconda fehlt uns. Und die Puffotter. Ja, wir nehmen sie erstmal auf. So, zack. Aber da gibt es nur weibliche. Okay. Da war jetzt dann gerade ein bisschen vorschnell. So. Das wäre jetzt echt nicht so günstig. So. Puffotter. Nehmen wir halt ein gutes Tier. Aber so langsam muss ich mich ein bisschen zurückhalten. Muss ja auch noch ein bisschen die Vivarien ausstatten. So. Die nehmen wir schon mal. So. Schieben. Wie habe ich jetzt gesagt, die Todesotter, oder? Todesotter und da ist die Puffotter drin. So, Vivarienhandel. Verschieben. Die Abgottschlange geht da rein. Bauen wir halt einfach. Ja, in eine der beiden Richtungen werden wir noch dann zur Not ausbauen können.
Und kommt hier halt noch ein Aufbau ran. Aber da muss ich gleich mal eben kurz einmal sicher gehen. Das ist jetzt schon blöd, wenn ich von sechs Schlangen ausgehe und es sind dann doch sieben oder noch mehr. So. Und wir haben eine Herausforderung bestanden. So. Dann wollen wir doch mal eben kurz hier das Vivarium anpassen. Dafür müssen wir laufen lassen. Ja. So. Und das Vivarium. Ne, das passt ja schon. Weitestgehend. Aber hier drehen wir auf 65%. Ah, kannst auch noch ein bisschen mehr. So. Gehege. Temperatur. Ist dem zu kalt da drin? Im Tier ist zu kalt. Okay. Da kümmern wir uns aber gleich drum. Okay. Das ist so natürlich nicht gewollt. Aber wir gucken jetzt noch mal eben kurz. Ich habe jetzt noch genau ein Vivarium. Wir haben jetzt die östliche Braunschlange. Wir haben die Todesotter, die Abgottschlange und die Puffotter. Das gucken wir noch mal eben kurz nach. Und dann gehen wir so. Puffotter haben wir und die Texas Klapperschlange. Scheinbar. Und die gelbe Anaconda. Ja, ich habe eine Schlangenart vergessen. Also ich werd das ganze Ding dann noch um ein Vivarium ausbauen. Und dann, ja. Blöd. Also für die Texas Klapperschlange hätten wir aktuell noch Platz. Für die gelbe Anaconda nicht. Ja, dann muss noch ein Ausbau her. Gut, aber an der Stelle würde ich mal sagen, schon mal erstmal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Und dann machen wir tatsächlich auch das Dach etc. Ciao!